Laut Bundeskriminalamt hat die Gewalt gegen Polizeibeamte in den vergangenen Jahren zugenommen. Auch die Gewerkschaft der Polizei prangert eine mangelnde Respektlosigkeit und eine wachsende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften an. Nach den Ausschreitungen, beispielsweise auch in der Quadratestadt oder am vergangenen Wochenende, insbesondere in Stuttgart, hat man nun auch da den Fokus drauf gelegt, wie in der Zukunft damit umgehen. In Mannheim beispielsweise, da hat es eine, so heißt es, wirkungsvolle und konsequente Vorgehensweise gegeben. Das sagt jedenfalls Thomas Mohr, der Bezirksgruppenvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Mannheim. Und er ist heute bei uns zu Gast. Und das ist natürlich genau die Frage, was war in dem Vorgehen dann im Nachgang auch konsequent und wirkungsvoll? Also wie sind Sie da in Ihren Augen auch mit einem Beispiel vorangegangen? Also wir hatten ja auch vor einigen Wochen hier das Problem am Plankenkopf mit überwiegend Jugendlichen, die hier gefeiert haben. Und es war auch fast ähnlich wie in Stuttgart, dass eine Polizeikontrolle das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der Polizeipräsident hat dann sofort auch, ich glaube, noch in der Nacht eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen, die dann vor Ort und auch Videomaterial ausgewertet hat und auch Durchsuchungsbefehle oder Durchsuchungsbescheide bei den Staatsanwaltschaften beantragt hat. Und dann hat man auch sofort die Täter ermittelt und auch der Strafverfolgung zugeführt. Jetzt blicken wir mal kurz auf Stuttgart. Da hatten Sie ja auch in Ihrem Post besonders auch gesagt, wer die Randalierer von Stuttgart nur einer Event- und Partyszene zuordnet, der verharmlost das Grundproblem. Was genau ist denn das Grundproblem? Ja, das Grundproblem ist, dass diese Leute, die dort waren, das ist kein Partyvolk im Sinne. Ich habe da auch, ich muss mal sagen, sehr irritiert reagiert, als ich diesen Ausspruch gehört habe, weil dieses Klientel, was dort Randale gemacht hat, war nicht ein Partyvolk, sondern es waren überwiegend junge Männer mit einem Altersdurchschnitt von 17 bis 30 Jahren. Zwar auch Deutsch, auch andere Nationalitäten, aber auch die Nationalität Deutsch mit Migrationshintergrund. Mhm. Blicken wir dann nochmal auf Mannheim. Da sind ja ähnliche, vielleicht jetzt nicht in diesem Ausmaß, aber ähnliche Ausschreitungen gewesen vor knapp einem Monat. Ein Kameramann von uns war tatsächlich dabei gewesen, als das passiert ist. Und er hat folgenden Satz aufgeschnappt. Die sollen sich nicht so anstellen, also mit Blick auf die Polizisten, die haben doch nur eine Bierflasche auf das Polizeiauto geworfen. O-Ton eines jungen Mädels, was sagen Sie dazu? Also natürlich, wenn Sie jetzt diesen Ausspruch hören, nur eine Bierflasche auf ein Polizeifahrzeug geworfen, dann sehen Sie, dass Sie auch überhaupt kein Gespür haben für Unrechtsbewusstsein. Es fängt an mit einem Wurf auf ein Polizeifahrzeug und hört auf mit schwerster Körperverletzung, wie jetzt auch in Stuttgart passiert, wo wohl ein 16-Jähriger einem Studenten, der auf dem Boden lag, gegen den Kopf getreten haben soll. Mhm. Das ist eine Gewaltspirale, die ist erschreckend. Und das zeigt mir auch dieser Ausspruch, dass hier, wie gesagt, das einfach sehr locker gesehen wird von den Jugendlichen teilweise. Ein Gewerkschaftskollege, was heißt Kollege, also Hans-Jürgen Kirstein, hat gesagt, man erwartet eben nun, dass die Gerichtsbarkeit die Bestrafung nach oben schraubt, also beziehungsweise das Mindestmaß soll hier nicht, sondern das Höchstmaß eher angepeilt werden bei der Bestrafung. Wie sehen Sie auch da einen wichtigen Hebel? Ja, es ist ja tatsächlich so, wir haben ja als Gewerkschaft der Polizei vor Jahren einen eigenen Paragraphen gefordert. Es war ja immer so, dass Polizeibeamte, die man angegriffen hat, das war ja dann eigentlich eine ganz normale Körperverletzung. Aber jetzt ist es so, dass es im Gesetz verankert ist, im Strafgesetzbuch, dass es einen extra Paragraphen gibt, der das bestraft, wenn Einsatzkräfte nicht nur der Polizei, sondern auch, ich möchte mal auch den Rettungsdienst oder die Feuerwehr da nicht vergessen, wer Einsatzkräfte angreift, der bekommt kein Bußgeld mehr, wie im vorliegenden Fall, wo das noch alles mit, ich sage jetzt mal, normaler Körperverletzung abgegolten wurde, sondern der bekommt Freiheitsstrafe. Und das ist jetzt, was unser Landesvorsitzender Hans-Jürgen Kirstein gemeint hat, dass dieses Hochschrauben ja schon auch, ich sage jetzt mal, existiert, aber man muss es auch anwenden. Also es wird wahrscheinlich leider ein Thema bleiben, aber wir werden es genauso auch begleiten, wie Sie es tun. Herr Mohr, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.